Die alte Elfenprophezeiung von Itlina. Ich hoffe, es geht ihm gut. Offenbar hat er uns vor der Bestie gerettet. Ja, sieht so aus. Ich hoffe, er ist nicht verletzt. Ich werde jemanden finden, der ihn versorgt. Er sollte nicht allein bleiben. Wir quartieren uns im Gasthaus ein. Wartet mal. Auf dem Weg hierher bin ich wilden Hunden begegnet. Völlig anders als diese. Nicht nur wegen des grünen Pelzes. Wisst ihr etwas darüber? Die terrorisieren das Dorf schon seit einer Weile. Alle paar Tage erwischt es einen der Bewohner. Die Meute wird von einem großen Hund, vielleicht auch einem Wolf, angeführt. Die Leute nennen ihn die Bestie. Vielleicht gibt es jemanden, der bereit wäre, für den Tod der Bestie zu bezahlen. Das ist doch eines Hexers täglich Brot, nicht? Aber genug von Ungeheuern. Was führt euch hierher? Ich suche nach Männern mit Salamanderabzeichen. So jemanden bemerkt in der Gegend? Nicht so laut. So jemand war hier. Aber die Bauern werden nicht darüber reden. Der Geistliche weiß vielleicht etwas. Fragt ihn auch nach der Bestie. Mach ich. Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Das ist so geil. Ach man. Die reden da so ganz entspannt und hinten im Hintergrund krümmt sich so der Junge vor Schmerzen. Sie sagt so, oh, ich werde ja mal, ich hoffe, ihm geht's gut. Anstatt hinzurennen, oh, geht's dir gut? Ich helfe dir, bla. Nö, oh, ja, hm. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ich werde schon jemanden finden, bla bla bla. Und der krümmt sich da hinten, das ist so geil, ey. Habe ich schon beim ersten Mal gefeiert. Naja, gut. Von Salamandra habe ich schon sehr lange nichts mehr gehört. Wisst ihr etwas über sie? Ich denke, das sind Banditen, die die Einheimischen einschüchtern. Gestern brachten sie einen Jungen zurück, den sie mit einer Lamia ausgepeitscht hatten. Einer Lamia? Eine Peitsche aus Maihin, mit kleinen Dornen und Haken. Mit jedem Schlag reißt sie Haut und Fleisch weg. In den meisten zivilisierten Ländern ist sie verboten. Der Junge war im Delirium und murmelte etwas von einem Lösegeld und dem Geistlichen. Leider starb er in jener Nacht. Hab Dank. Ich bleibe vielleicht länger als geplant. Warum interessiert ihr euch so für die Salamandra? Wir haben jemanden getötet, den ich mochte. Und mir etwas gestohlen. Möchte nicht in deren Haut stecken. Gut, nächstes. Sind wir uns schon mal begegnet? Ich bin es, Shani. Erkennt ihr mich nicht? Was ist euch bloß widerfahren? Es hieß, ihr seid einem Massaker in Riva zum Opfer gefallen. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Ich erinnere mich leider nur an die letzten Wochen. Ich fürchte, da kann ich nicht weiterhelfen. Hier im Norden ist die Medizin noch nicht so weit. Allerdings weiß ich, dass die Erinnerungen bisweilen von selbst zurückkehren. So schlimm ist es auch nicht. Ich gewöhne mich daran. Ich gebe es ja nur ungern zu, aber Zauberer können da mehr ausrichten als unser einer. Vielleicht kann einer von ihnen euch helfen. Ja, genau. Lalala. Was führt euch in dieses Dorf? Ich bin unterwegs zum St. Majoran Krankenhaus in Visima, um bei der Bekämpfung der Katriona-Seuche zu helfen. Wann brecht ihr auf? Nachdem ich den Opfern des Hundeangriffs geholfen habe. Genau. Und was wird aus Alvin? Ich weiß es nicht. Ich kümmere mich erstmal um ihn. Vielleicht nimmt ein Dörfler ihn bei sich auf. Er wirkt aufgeweckt. Irgendjemand nimmt ihn ganz bestimmt. Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Wir sprechen uns noch. Genau. So, hier haben wir Überreste von einem Kollegen. Der hat nur ein bisschen Geld, schade. Hund irgendwas. Ja, ja, genau. Aber auch alles aufnehmen. Na, der hat nix. Da haben wir noch was. Was ist das denn hier? Ektoplasma. Geil. Aha. Der hat auch nix. Auch nix. Mann, die haben nicht mal Geld dabei. Och, wie langweilig. Ah. Na, jetzt hat sie sich aber wenigstens erbarmt, mal dem Kollegen hier zu helfen. Neue Talente erworben, sehr schön. Können wir es nämlich dann schön mal... Nicht Alchemie hält, da. Können wir ein bisschen, paar Dings machen. Das hier, erstmal natürlich. So. Immunität gegen Schmerz. Schwips. Was kann man denn alles noch machen? Was gibt es denn noch so? Stärke, Stärke. Ach ja, natürlich. Das ist ja jetzt gerade hier nur Stärke. Gewandtheit, Intelligenz. Starker, starker. Hm.
Ich bin ja eh so ein Stärke-Typ. Talente und was? Talente. Talente, Talente und Talente. Achso, Bronze-Talente, genau. Charakterstufe plus 1 plus 15 plus 34 plus. Na super. Ja, gibt es irgendwie die Möglichkeit, im Dunkel zu sehen? Ich weiß nämlich schon eine Sache, da müssen wir im Dunkeln gucken, beziehungsweise brauchen wir was, brauchen wir entweder ach, Position. Raufnadel. Arg Igni geht natürlich noch nicht, haben wir ja noch gar nicht. Artstufe 1 Schüler, Winkel. Ach so, 180 Grad. Mhm. Chance auf Lähmen. Ah, nicht so stark, nicht so interessant. Gewandtheit, was haben wir hier? Angreifen plus 5%. Gibt natürlich ein paar interessante Sachen hier. Hauptabziehen, klasse. Ausdauer. Was war nochmal das, was wir brauchten? Vitalität, ne? Ausdauer ist natürlich aber doof. Beziehungsweise, nee, Ausdauer ist nicht doof, aber. Bringt ja nicht viel. Stärke gibt es das hier. Schaden. 50%. Stärke Stufe 5. Ich weiß nicht genau, ob wir. Wir können ja jetzt da. Bringt aber auch nicht. Ich weiß nicht, ich mach mal so. Position, parieren plus Dings. Wir können eigentlich hier alles nehmen. Das hier nicht, weil dafür brauchen wir irgendwas anderes. Verzehr eines Mutagens. Achso. Okay. Vitalität, Regeneration plus 1 pro Sekunde. Naja, ist nicht wirklich viel, aber machen wir. Vitalität ist immer sinnvoll. Achso, Silbertalent, natürlich. Ansonsten, wir haben, glaube ich, Stahl, ne? Starker Stahl. Wir haben gerade Stahlschwert. Oder wir gehen mal eben auf Gewandtheit. Wir haben ein bisschen. Wir haben ja noch 5 Talente. Und wir kriegen die eigentlich relativ fix. Angreifen plus 5%. Ausweichen. Nehmen wir das nochmal. Bleiben wir erstmal hier. Ups. Ausdauer. Ja, ich weiß nicht genau, ob das so. Giftresistenz. Alkoholrausch, naja, gut. Gut. Intelligenz brauchen wir eigentlich. Oder brauche ich persönlich nicht so. Also vor allem jetzt noch nicht, weil wir, glaube ich, noch nicht so viel mit Zauber zu tun haben. Gut, dann wollen wir mal gucken. Starker Stahl. Wir haben noch 4 Stück, können also. Wir gehen mal überall beim Stahl. Und machen dann noch eine Stärke hier irgendwo parieren oder. Ne, das haben wir ja schon. Machtverstärkung, Faustkampf. Nee, obwohl. Ist das passiv oder ist das aktiv? Ich weiß es gerade nicht. Weil parieren. Wobei, so viel im Faustkampf werde ich nicht machen, aber ich weiß halt schon eine Sache im Faustkampf, deswegen. Nehmen wir erstmal das hier. Passt schon, gut. Dann meditieren wir mal eben bis. Da so, bis Morgengrauen, 8 Stunden meditieren, dann haben wir wenigstens auch ein wenig Licht und dann wird wie einfach nicht schläft, sondern einfach nur meditiert. Die haben sie auch noch nicht weggeräumt. Mann, ich habe 8 Stunden meditiert. Abgeschlossen. Dahinter liegt sie noch. Auch schön. Gut. Wir gehen jetzt erstmal direkt hinein. Hühner. Fass. Alles mitnehmen. Oh. Eine Anschlagtafel. Vielleicht kann ich Hexerarbeit finden. Genau, da. Linksklickt auf Anschlagtafel und zieht verfügbare Anzeigen in euer Inventar. Rechtsklickt auf das Anzeigensymbol und schaltet neue Quests frei. Genau. Alles transferieren. So. Und dann gehen wir gleich mal da ins Gasthaus.
Und dann werden wir, nachdem wir den Leitervorgang betrachtet haben, meditiert in Gasthäusern, sprecht mit dem Gastwirt und links klickt auf Meditieren. Genau. Machen wir später. Hier vorne. Da kann man nämlich kämpfen und Geld verdienen. Deswegen habe ich mir das geholt. Aber wir wollen jetzt erstmal speichern. So, was haben wir denn? Das sind alles Autosaves. Umland von Wissima, das ist das von meinem anderen Spiel, ne? Hier 2.8.11.2013. Und irgendwas hiervon ist Autosave von heute. 8.12. da. Beziehungsweise die sind alle von Dings. Alle Autosaves. Naja, nehmen wir ein leeres Fach und speichern. Und das müsste jetzt passen. Ich hoffe, ich habe meinen einen oder anderen nicht über Dingstet. Nee, gut. Dann würde ich sagen, das war Let's Play The Witcher für den PC. Für diesen Tag, für diese Aufnahme. Ich hoffe, wie immer, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Aufnahme, wo wir dann mit Geralt ein wenig Faustkämpfe machen. Und allgemein ein wenig im Umland von Wissima questen. Da vorne ist Alvin und Dings, mit dem kann man auch nochmal reden, aber ja, das machen wir später. Bis dahin und tschaußen!